Tschüss, meine Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. So. Wir sollen heute nach Rifton gehen, um mit Espeon zu reden. Ich habe mir gerade mal so ein bisschen die Ergebnisse E3 reingezogen. Also, beziehungsweise die Spiele, die angekündigt wurden. Und natürlich so ein paar Top-10-Listen. Und habe dann auch von von Elder Scrolls 6 erfahren. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann gab es natürlich auch was zu Fallout 76. Fallout 76. Bin... weiß nicht. Das soll ja Multiplayer-Ding sein. Das soll ja halt wie Fallout mit als Multiplayer sein. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Wenn man zum Beispiel hört, dass man da Atombomben auch nutzen kann, um die rumzuschießen. Stell dir mal vor, du baust dir eine schöne Basis auf mit deinen Freunden. Dann kommt da ein Vollidiot, der vielleicht ein bisschen mehr geskillt hat. Und jagt wieder so eine Atombombe in dein schönes Häuschen. Ja, toll. Echt. Ihr habt es also geschafft. Schön für euch. Erwartet nicht, dass ich euch danke. Ich habe nicht vergessen, was ihr mir angetan habt. Was? Was wollt ihr? Ihr habt schon für genug Ärger gesorgt. Don't bother me, peasant. Willst du dich verarschen? Ich hab dich aus dem. Ich hab dich aus dem Teilmogo befreit. Get away from me. Get out of my face. Willst du dich verarschen? Ich hab dich. Hey, aufpassen! Ich befreie dich von den Talmor vor deinem Tod und du? Alter, ich hab jetzt gerade so richtig Lust. Sei froh. Sprech mich am besten Hättet nie wieder an. Kurz Zeit? Ich wollte euch etwas sagen. Wir sehen uns. Sprech mich am besten nie wieder an, Kollege, sonst ramm ich dir mein Schwert in den Bauch. Alter, wir retten den vor den Talmor, ja, aus seiner Gefangenschaft und so. Und jetzt macht er einen so blöd an? Wir verarschen? So, fragen wir uns mal ein bisschen rum hier. Nehmt euch einen Stuhl und ein Getränk. Na, gerade nicht, danke. Es ist eine Sache zu euch weg. Den haben schon einige gesucht. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er hat eine hübsche Summe ausgegeben, damit niemand erfährt, dass er hier unten ist. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenwehrs. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie, lässt sich Essen bringen und so weiter. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenwegs. Seid vorsichtig. Ihr seid nicht die einzige bedrohlich wirkende Elfen, die ihren Namen nicht nannten. Zieht eure eigenen Schlüsse. Ah, also die Talmor hier. Hier da drüben. Nein, jetzt nicht. Na dann wollen wir mal los hier. Da sind sie. Ist da jemand? Was soll? Crap. Tötet sie. Ja. Jetzt bleib doch mal hier. Tja, hab ich aber. Bisschen Gold mitnehmen. So. Hier waren wir, glaube ich, damals auch schon gewesen, ne? Hi. Ob du wohl noch gelebt hättest, wenn wir hier nicht vorher gewesen wären, ihn umgebracht hätten? Und wenn das der alte Kerl ist, ist das der, den wir damals so verarscht haben? Kann das sein? Tam tam tam. So. Wir müssen irgendwie runter. Hüpfe ich mal hier so runter. Zack. Da. Und die Talmor natürlich. Na, wo seid ihr? Ach, hier sind keine. Okay. So. Verschwindet. Ja. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Espeon. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja, ja.
Delphin? Woher... Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Toll. Ah, in der Tat. In der Tat. Ich erinnere mich. Dann lebt Delphin tatsächlich noch. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Klar. Das dauert nur einen Augenblick. Der hier klemmt immer. So. Sind nicht mehr viele. Du Schande. Das wäre geschafft. Ja, mach auf. Kommt herein, kommt herein. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphin immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphin. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Das werde ich brauchen. Nein, nein, nutzloser Tant. Wo ist meine kommentierte Anuade? Müssen wir jetzt den ganzen zusammen nach Flusswald laufen? Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Na los. Go, 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 go. Was? Ich hab gerade irgendwie nur einen Zauber gehört. Ting. So. Werd gar nichts tun, Freunde. Gar nichts. Tja. Hast du wohl Pech gehabt? Oh, ich bin sowieso derzeit so ein bisschen beim YouTube rumgucken und so. Hab mir dann auch so altes Zeug von Herrn Newstime angeguckt. Und auch von anderen YouTubern. Ich dachte nur so, oh Gott, ey, ernsthaft, Leute?
Wo müssen wir denn lang? Tell me. Oh Gott. Manchmal frage ich mich echt so, wieso, warum? Weshalb? So. Über mir, ja. Aber wie komme ich da hin? Warte mal, mich nervt das gerade im Moment. Nicht genug Magica. Naja. So sehen wir wenigstens ein bisschen. Auf jeden Fall. Oh Gott. YouTube, ne? Zum Beispiel auch die Sache damals mit dem lieben Unge und seinem Mich ist Giftmüll und so weiter. Wo ich mir dachte, warum muss das sein? Wenn die Leute nicht einfach damit weitermachen, was sie gerne machen oder wie sie sind, muss man sich verstellen, muss man irgendwas erfinden? Oder muss man sich absichtlich extrem asozial verhalten? Hat er mich dann auch mal mit diesen Excel 95 beschäftigt und dachte nur so, what the fuck, ey, was ist das denn? Aber wie schon gesagt, vielleicht bin ich auch einfach zu alt, um das irgendwie zu kapieren. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt, um das zu kapieren. Oder ich bin einfach so beschränkt auf das, was ich, dass ich YouTube mache, weil mit dem, was mir Spaß macht, dass ich... Was wollt ihr? Ihr habt schon für genug Ärger gesorgt. Ja, besorgt gleich Ärger für dich. Get out of my face. Lasst das sein! Ihr lasst es drauf ankommen! Tod ist stark überbewertet! Das Unternehmen. So! Ich hatte ihn gewarnt. Ich hatte ihn gewarnt. Komm. Regelt eure Angelegenheit mit Vex. Dann können wir reden. Ja, gut. Dann hole ich mir mal kurz meine Strafe ab. Ey, aber sorry, ganz ehrlich, ich hatte ihn gewarnt. Ich hatte ihn gewarnt. Laber mich noch einmal falsch von der Seite an, Kumpel. Tja. Ey, das tut mir wirklich leid, aber wir haben den Typen aus der Talmor-Festung befreit. Die haben unser Leben riskiert. Und dann? Sieh an, wenn das nicht brennt. Das hier ist die Diebesgilde, ihr Genie. Was glaubt ihr denn? Mit Gold. Dachtet ihr, mit einer aufrichtigen Entschuldigung sei das Ganze vergeben und vergessen? Ich würde sagen, ihr strengt euch mal an und findet es selbst heraus. Ihr wollt doch ein Dieb sein. Geht anderen an die Taschen, räumt Häuser aus. Von mir aus brecht den Das würde ich euch auch raten. Denn bis dahin seht ihr von uns keine müde Münze. Bringt alles, was ihr stehlt, sofort und jetzt fort mit euch. Und kommt erst wieder, wenn eure Taschen voll sind. Ja, aber wie viel? Ich hoffe, ihr habt mir etwas mitgebracht. Es ist alles hier. Na, Glückwunsch. Ihr gehört wieder. Wenn ihr wieder einmal so ein Ding drehen wollt, denkt daran, wie sehr es geschmerzt hat, das hier aufzugeben. Au. Gut, wir mussten tatsächlich gerade 1000 Goldmünzen zahlen. Aber es war mir wert. Es war mir wert, diesen Penner einfach. Boah, sowas mag ich nicht. Weißt du, bist du gutherzig? Ja, du handelst gutherzig. Hilfst den, rettest den und dann macht Wollt er dich so... Wollt ihr ein besserer Schütze werden? Vorsichtig damit! Ja. Es war es mir wert! So. Es war es wert, sorry. Es war es mir wert. Da hilfst du jemanden, tust was Gutes und der macht dich so dermaßen doof an. Oh. So, ab nach Flusswald. Wahrscheinlich muss ich jetzt warten, bis Espen angekommen ist, ne? Huh? Kann ich mir richtig vorstellen. Habt ihr etwas Doch gesagt? Nicht. Hi! Ist er mitgekommen? Hey, cool. Schnappt ihn euch! Was war das? Och, ernsthaft ein Drache?
im Staub. Jemand muss etwas unternehmen. Hilfe! Wie? Was soll? Oh. Das war ungewollt. Das war, ich wollte die Kleine nicht töten. Oh, shit. Sorry. Ich wollte der Kleine nichts tun. So ein Crap. Dann habe ich aus Versehen die Kleine da gerade gekillt. Das war vollkommen... Wie gesagt, ich wollte es nicht. Eieieiei. Was? Habt ihr etwas gesagt? Nein. Kommt der Drache jetzt wieder? Braucht ihr etwas? Ja. Ist da jemand? Sie ist ein Vogel, der da mit ihm vorfliegt. Vielleicht sollten wir uns doch mal Bogen besorgen wieder. Weil gegen Fliegen. Wow. Aber gegen solche fliegende Gegner haben wir echt keine Chance. Esper macht uns schlapp. Ich stecke hier ein wenig in Schwierigkeiten. Wie kann er denn jetzt tun, solange er sich bewegt? Aua. Komm runter. Wie? Was soll? Also Leute, demnächst mal wieder einen Bogen besorgen, mit dem wir zielen können. Das hat so keinen Sinn. Nee, ich kann dir nicht helfen. Hol ihn vom Himmel und ich helfe dir. Oder einen normalen Bogen. Aua. Alter, das ist nervig, wenn man nichts tun kann. Ja. Ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Macht kommt zu mir. Ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Das ist unmöglich. Ihr habt seine Seele in euch aufgenommen. Ja. Ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Fendal glaubt, er kann nur Camilla Valerius abschmerzlich machen. Bei den aber Göttern. Sie ist bereits mein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Habe. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Was? Jetzt bis zum ist nächsten tot, Mal. Aber wo kam er eigentlich her? Na, ich glaube, er wurde geschickt. Weil das war mir doch ein bisschen zu skriptet hier. Dass er gleich wieder aufgetaucht ist, nachdem wir neu geladen haben. Ich glaube, der war geskriptet. Kommt herein. Delfin. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Es ist lange her.
Es ist auch schön, euch zu sehen, Espern. Es ist viel zu lange. Braucht ihr etwas? Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, kommt, ich weiß, wo wir reden können. Orgna, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Warten wir hier. Dum, 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 dum. Na dann redet mal. Mal sehen, was Esbern zu sagen hat. Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über... Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo... Esbern, was? Gebt mir nur einen Augenblick. Genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach, während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Psst! Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Stand. Alduins Mauer ist ein Relikt der Klingen. Sie enthält alles, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang galt sie als verloren. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Genau das. Zumindest glaube ich das. Es ist unsere beste Hoffnung. Die Klingen von damals kannten eine Menge Akaviri-Drachenkunde, die heute vergessen ist. Das wollte ich eben erklären. Sie befindet sich im Tempel der Himmelszuflucht, einem uralten Heiligtum der Klingen, gut versteckt inmitten der Klippen von Reach. Dort werden wir Alduins Mauer finden. Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen? Dann mal los. Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Esbern. So, los geht's. Vorsichtig. Ja? Nichts. So, wo ist denn der Tempel? Waren wir noch nicht gewesen. Wir waren aber ganz in der Nähe. Wir waren ganz in der Nähe. Das ist doch was Besonderes. Wir waren in der Nähe und... nichts. Oh Gott, ernsthaft. Moment, ich habe einen. Und jetzt sind wir da wieder überhand, ne? Wie? Person! Bam, bam, bam. Ne, er muss jetzt landen. Ich glaube, er weiß gerade nicht, wo er landen soll. Ja? Ich glaube, er hat sich gerade weggebackt. Weil er in der Luft gestorben ist. Das war gar nichts.
Nope. Ist da auch eine Frauenzornarme? Okay. Na, Schattenmine. Wie geht's dir? Und rein da. Da hat sich der Drache weggebackt, weil er in der Luft gestorben ist. Normalerweise ist er nämlich geskriptet, dass der, nachdem er die Hälfte des Lebens verloren hat, landet. Wo seid ihr hin? Aua. Ein Dornherz. Ruhe. Hier, ich nehme dein Herz mit für Alchemiezwecke. So. Okay. Pam. Geht gleich weiter. Natürlich. Man versucht gerade den Link zu entdecken, das den Tempel. Das sieht vielversprechend aus. Und? Ja. Das hier sind definitiv frühe Akaviri-Steinarbeiten. Wir müssen diese Brücke herunterbekommen. Diese Säulen müssen etwas damit zu tun haben. Ja. Das sind Akaviri-Symbole. Mal sehen. Ihr habt das Symbol für König? Und Krieger. Und natürlich das Symbol für Drachenblut. Es scheint eine Art nach unten gerichtete Pfeilfigur zu sein. Toll. Dann erzähl mir nicht, was ich hier machen muss. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier irgendwo Hinweise. Bam, 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 bam. Wir sind wohl nah dran. Mhm. Wir sollten vorsichtig weitergehen. Wir sollten vorsichtig sein. Man weiß nie, welche Fallen und Schutzzauber die Klinge von damals platziert haben. Es sieht allmählich so aus. Wir sollten hier drin am besten vorsichtig sein. Ja, gehen wir weiter, aber wie? Ja, das ist es. Das Symbol auf der linken Säule. Was ihr auch getan habt, ist. Ah. Okay, wir mussten einfach nur Drachenblut. Funktioniert. Sehen wir mal, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Mhm. Fallen. Ich denke mal, auch hier dürfen wir nur das Drachenblut benutzen. So. Irgendwo ist gerade was aufgegangen. So. Da war kein Drachenblutzeichen mehr. So, nehmen wir hier hoch. Eine Truhe. Das Erz. Quecksilber. Oh, her damit. Eins der eher seltener Erze. Gemerkt, als ich die Rüstung gebastelt habe, wie das gefehlt hat, Quecksilber. Pang. Pang. So, dankeschön. Wunderbar. Und zudem noch erstaunlich gut. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Wo ist es? Da. Zudem noch erstaunlich gut erhalten.
Ah, da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja, Blut. Hm. Euer Blut, Drachenblut. Was willst du? Schaut her. Hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman Syrodiil verehrt haben. Toll. Na, dann pieksen wir uns einmal. Das war's. Es bewegt sich. Ihr habt es geschafft, dort ist der Eingang. Nach euch dran. Euch gebührt die Ehre, den Tempel der Himmelszuflucht zu gestern. Ich bin schon dabei. Während sie noch quatscht, bin ich schon dabei. So. Dann mal nice. Dunkel. Es ist dunkel hier. Aha. Dunkel im Staate Dänemark hier. Dunkel. So. Was gibt's denn hier noch so? Ach, guck mal, geht's direkt nach Himmelsrand wieder. Hm. Sonst ist hier nichts Besonderes. Die Löcher in den Himmel da. Warum müssen die immer so langsam laufen? Kommt mal schneller ran hier. Shoas Knochen, da ist sie. Alduins Mauer. So gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Esther, wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Hm. Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran. Diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Fuß, runter! Wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Gut. Die Graubärte können euch viel beibringen, doch ihr seid ein Drachenblut
Und nur ihr könnt Alduin aufhalten. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Seht her, auf dann der mal los. Tafel. Die Prophezeiung in die Akaviri auf der Suche nach dann versuchen, gehen wir mal Arngeier besuchen. Naja, man kann aber auch sehen, wie das, wie die Stimme missbraucht wird, wie Ulfric es getan hat. Der hat die Stimme ja missbraucht dafür, um Torek, den ehemaligen König, umzubringen. Daher kann ich sie ein bisschen verstehen. Ich denke mal, dass wir nach der Hauptstory so ein bisschen Erkundung machen. Einfach versuchen mal Orte zu finden, die wir vielleicht noch nicht aufgedeckt haben. Wäre auf jeden Fall interessant. So, dann sprechen wir mal mit Arngeier. Da. Ist eine Tür ins Gesicht gehauen. So, Arngeier. Wo bist du? Da ist er. Hey. Der Himmel über euch. Die Stimme. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Seid euch da nicht so sicher. Ich warne euch. Die Klingen sagen zwar, dass sie jedem Drachenblut dienen, aber dem ist nicht so. Dem war noch nie so. Ich für meinen Teil habe euch nur das vorenthalten, wofür ihr noch nicht bereit wart. Wie eure Frage zeigt, seid ihr immer noch nicht bereit. Nein, nicht jetzt. Nicht bevor ihr wieder auf den Pfad der Weisheit zurückkehrt. Vergebt mir. Ich war unbeherrscht. Ich habe zugelassen, dass meine Gefühle mein Urteilsvermögen trüben. Meister Einhard hat mich an meine Pflicht erinnert. Die Entscheidung, ob wir euch helfen, liegt nicht bei mir. Nein, ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Nur Parthonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt, wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Parthonax öffnen könnt. Okay. Wir sollen also jetzt mit dem Meister des hier der Graubärte reden.
Mhm. Honeycomb, Karotte. Hat aber wirklich nicht viel dabei. Fuß runter! Ich hab gedacht, ihr könnt in der Stimme aushalten. Ne? Hä? Ach so. Was denn, hä? Wo wollen die denn alle hin jetzt? Da oben hoch. Hm. Was sieht aus? Gleich, Schritt, Marsch! Ja, jetzt kommt aber langsam aus dem Rhythmus. Ja. Ich stehe auf dem Feuer. Oh, verbrennt mich nicht. Oh. Der Pfad zu Partunax beginnt hinter diesem Tor. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Okay. Zeig mal. Lock. Lock. War. Mhm. Chor. Lock war Chor. Euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Okay. Nutzt es weise. Danke. Gut, wir haben den Schrei jetzt gelernt. Wolkenloser Himmel. Da ist er. Wolkenloser Himmel wird den Nebel wegwehen. Aber nur für kurze Zeit. Okay. Der Weg zu Partunax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mach ich nicht. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Mach ich. Danke dir, Angeier. Aua. Log, Vakuum! Eieieiei. Aua, das hat aber schon Damage gemacht, wenn ich mir das gerade so angucke. Oh, hier ist Erz. Kann ich mal speichern? Ihr kennt das ja, ne? Ich nehme das Erz mit. Ich nehme das Erz mit. So. Hallo Ziege. Ah, okay. Log, Vakuum. Was? Wieso stirbt die Ziege, wenn ich ihn schrei... Was? hallo Eisgeist. Tschüss. Das ist noch ein Gegner. Log, Vakuum! Na Troll? So. Das... Ne? So, weiter geht's nach oben. Finde ich richtig nice gerade. Hallo, hallo. Ah.
So. Das war das. Weiter geht's. Hallo. Aber mal den Nebel mal wegschreien hier. Alter, sieht das geil aus. Leute, bevor wir Patronax treffen, beende ich die Folge mal für heute. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.